Hallo allerseits und willkommen zum Video über das Strandbiest von Gackenmook. Maßstab gibt es keinen, weil das ist ja ein Funktionsmodell ohne Maßstabsangabe. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was ist das? Erstmal Gackenmook, das ist anscheinend ein japanisches Magazin, die da immer kleinere Bausätze beilegen und es sind meistens irgendwelche kleineren Spielereien, die man sich dann basteln kann, und eine Ausgabe davon beinhaltet eben diesen Läufer hier, der vom Wind angetrieben wird. Das Ganze basiert nun auf der Arbeit von einem holländischen Künstler, dem Theo Jansen, den seht ihr hier, und der baut schon seit Jahren aus, ich sag mal so, Plastikrohren und Kabelbinder und so weiter solche, er nennt es bewegliche Skulpturen. Die werden praktisch vom Wind angetrieben und laufen dann eben am Strand auf und ab. Also wie ein Roboter eigentlich, nur eben angetrieben durch Windkraft. Das Funktionsprinzip ist ein bisschen schwierig zu erklären. Dazu reichen jetzt meine didaktischen Fähigkeiten nicht ganz aus. Aber das hat damit zu tun, wie sich praktisch Dreieck und Trapeze zueinander bewegen, da kann man irgendwie Kraft übertragen, beziehungsweise dann so eine Laufbewegung erzeugen. Ich habe jetzt hier nur den Bausatz, da war kein Magazin dabei und das hat auch den Preis ein bisschen gedrückt. Das ganze Teil hat mich 13 Euro gekostet, das finde ich ist eigentlich ganz nett für so eine Spielerei. Soweit ich das auch gesehen habe, braucht man da keinen Kleber oder so, das ist alles gesteckt zueinander. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was der Bausatz kann, und danach bauen wir den gleich. Die Verpackung ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben praktisch hier den Karton, wo dann der Bausatz drin ist. Hier sehen wir dann nochmal den Theo Jansen. Der hat diese Maschine natürlich auch gebaut. Dann kommt hier der Bausatz. Dann haben wir hier die Bauanleitung. Ihr seht hier eine Liste mit allen enthaltenen Teilen. Der Warnungshinweis. Dann hier noch eine Empfehlung, was für Werkzeuge man verwenden soll. Und dann geht der Zusammenbau los. Das ist hier auf Englisch erklärt mit Zeichnungen. Und ihr seht schon, hier ist leer. Und dann befinden wir uns auch schon in der Endphase vom Bau. Das hat damit zu tun, dass hier anscheinend irgendwie was beim Drucken nicht geklappt hat. Da fehlt die Bauanleitung. Ich habe das aber im Internet schon gefunden. Das sollte dann so auch klappen. Ist natürlich schade, aber so ist es eben. Und dann wird hier auch noch erklärt, man kann diese Maschine von Hand antreiben oder dann, wenn man hier die Rotorblätter befestigt, kann man das dann auch praktisch mit einem Fächer oder mit dem Föhn oder so weiter antreiben. Und hier sehen wir dann die fertige Maschine nochmal gezeichnet. Und hier haben sie dann noch mehr Ausgaben von dieser Zeitschrift. Ja, das ist allerdings nicht so interessant. Und hier hinten sieht man dann nochmal die echten Maschinen. Ihr seht, sie sind verdammt groß teilweise. Also das ist hochgradig faszinierend. Ich bin regelrecht ergriffen von diesen Maschinen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die kleine Version dann bauen lässt. So sehen die Teile aus. Gar nicht so unähnlich, wie man das von den üblichen Plastikbausätzen so kennt. Die haben ja auch so einen Gießaschen, da hängen dann Teile dran. Wir haben jetzt alles gut eingepackt eigentlich, und ihr seht, viele Teile wiederholen sich natürlich sehr oft, weil unser Strandbiest natürlich jede Menge Beine hat, und ja, das sind einfach immer wieder geometrische Formen, die sich halt wiederholen. Wir haben hier noch so diverse Röhrchen und auch eine Stahlwelle. Hier haben wir noch ein paar Teile drin, auch eine Welle noch und die Flügel. Dann hier die Gummifüße, ein Gummiband und noch ein paar Teile. Ich glaube, das ist die Kurbelwelle. Ja, genau. Bisschen und natürlich noch ein paar Zahnräder. Also das ist eigentlich schon alles. Nicht viel dran an dem Bausatz, aber ja, die Teileanzahl ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. We'll be right back.
damit wäre unser Strandbiest fertig. Der Bau hat ungefähr eine Stunde gedauert. Am Anfang tut man sich vielleicht ein bisschen schwer mit der Bauanleitung, weil die Zeichnungen nicht unbedingt so aussagekräftig sind manchmal. Wichtiger ist der Text, der dabei ist, den wenn man sich durchliest, dann steigt man da ziemlich schnell durch. Und wenn man da mal ein paar so Füßchen gebaut hat, dann hat man das Prinzip auch verstanden und kann das einfach zusammenbauen, ohne die Bauanleitung weiter zu beachten. Das ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Sitz des Teils gar nicht mal so mickrig. Das ist eine schöne handliche Größe, das sieht man auch alles. Das Einzige, was mich jetzt am Bau ein bisschen gestört hat, war hier diese Rotorblätter zu befestigen. Der Bausatz hat da so Klebestreifen, also doppelseitiges Klebeband. Aber mit dem funktioniert das eigentlich überhaupt nicht, weil diese Plastikkarten für die Flügel, die sind doch relativ störrisch. Die müssen sich in so einer leichten Kurve biegen und kleben bleiben. Das funktioniert so nicht. Da habe ich Sekundenkleber genommen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was hier dieses Gummiband tut. Aber ist auf jeden Fall da. Ansonsten wirklich eine sehr spaßige Sache, mal was anderes. Es bewegt sich auch. Das hat man jetzt im Standmodell aber auch. per Definition doch relativ selten. Wirklich eine spannende Sache. Und jetzt wollen wir natürlich auch sehen, ob das Teil überhaupt läuft. Dazu werde ich jetzt einfach mal den Föhn anwerfen. Es funktioniert hervorragend. Ich finde, dieser Bewegungsablauf der Beine, der sieht irgendwie überhaupt nicht aus wie von der Maschine. Das hat so was Lebendiges irgendwie. Wirklich faszinierend. Also, ich bin restlos begeistert. Ich werde mal schauen, ob ich da vielleicht noch mehr Varianten herkriege. Ich weiß nämlich, dass es da noch andere Strandbiester gibt. Mit ich sag mal, leicht anderem Design. Aber der hier ist schon mal ein sehr netter Anfang. So, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzusehen, wie ich das Modell hier baue. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Mika Bakas.